mit der Kopfnummer 25 Flashback und der 26 DeLorean. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie einmal schauen, Lena, wenn du jetzt noch eine Linkstraversale anlegen magst, mit DeLorean, der lange pausiert hat, 8 Jahre jung, aber fast 1,5 Jahre nicht geritten werden konnte. Jetzt schauen Sie mal die Kriterien einer Traversale. Das Pferd soll vorwärts, seitwärts, soll deutlich kreuzen, Stellung und Biegung und vor allen Dingen Kadenz soll erhalten bleiben. Und genau so und gar nicht anders soll das aussehen, wie dieser Tänzer von Dancier, der dieses besondere Hinterbein hat, das er seinen Nachkommen auch mitgibt, der in Münster-Handorf mit 9,15 seinerzeit den Test bestanden hat, der 4-mal die 10,0 für Rittigkeit unter anderem, aber auch, und da kommen wir jetzt hin, für die Galoppade erhalten hat. Und galoppiert federleicht aus diesem sehr gut schnell abfußenden, repetierenden Hinterbein wieder auf der linken Hand an. Und wer war der Entdecker? Rebecca. Wenn ich anfange zu reimen, wird es immer schlimm. Und natürlich entdeckt hier in Pferden dieser Prämienhengst DeLorean. Bereits 3 gekörte Söhne stellte DeLorean im vergangenen Jahr. Einen an dieser Stelle, einen auch in Westfalen, Daim, seine Donnerhall-Mutter. International gefragt, unter anderem auch Vater des Bundessiegerfohlens von Österreich vor 2 Jahren. Mit Caroline Brandt, Esprit und Dynamik pur. Herzlichen Dank, auf geht's nach Hessen. Und wenn Sie ein Fan des De Niro und des Dancier-Bluts sind und von Lena und DeLorean, dann höre ich jetzt Ihren Applaus. Applaus.